Hallo und willkommen zu meinem Video und vor allem zum ersten Video mit Wir hatten Handwerkerbesuch. Also ich muss sagen, ich war, bevor der Handwerker da war, total nervös, weil ich oft so Momente habe, wo ich kein Wort mehr rausbekomme, wo ich total verstumme, weil ich einfach dann ja, ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt. Aber bei dem Handwerker ging es echt gut und wir hatten es voll witzig. Und ja. Folgende Handwerker war es. Es war der Fensterbauer. Das ist ja der erste, den meine Mom auch einladen wollte. Und jetzt wissen wir folgende Sachen. Erstens, das Fenster, wenn wir es bestellen, braucht sage und schreibe 6 bis 8 Wochen, bis es geliefert werden kann. Aber wir dürfen den Auftrag noch nicht erteilen, weil wir noch der Krankenkasse das vorlegen wollen, um vielleicht Anteile, weil es ja ein Spezialfenster sein muss, es muss ja ein bisschen, es muss geräuschdämmend sein und so weiter. Vielleicht kriegt man ja Anteile davon von der Krankenkasse. Und jetzt warten wir erstmal gerade auf das Angebot und das dann wiederum weiterzuleiten. Aber was uns auf jeden Fall, was wir jetzt schon wissen, ist, wie das Fenster wird. Also es wird auf jeden Fall ein weißes Fenster mit Plastikrahmen. Es wird ein Doppelglas. Es wird leicht schallisolierend sein. Wir können unseren alten Rollladenkasten können wir wiederverwenden und mit neuem Rollladen und neuem Band und dann auch an den Seiten der Dinger werden dann neu gemacht. Ja, es hat ein Fliegengitter. Ich muss gerade die Liste, weil ich habe es ja. So. Es ist ein Doppelfenster, also es hat zwei, also Doppelfenster, also so Doppelflügel. Und ja, dann habe ich echt alles schon. Sehr schön. Und bei der Gelegenheit habe ich den Handwerker dann halt auch mal meine Wand angucken lassen. Und habe folgende Information, die vielleicht für jeden da draußen, der auch unterm Dach lebt, auch interessant ist. Also wir haben eine Isoliertapete drauf oder Isolierung und dann Tapete. Und zwar mit so Styroporplatten. Die sind nicht dick, aber auf jeden Fall sind da welche drauf. Und an den Seitenwänden bringt das überhaupt nichts. Aber am Dach und an der Schräge dürfen wir es nicht wegmachen. Und jetzt bin ich in einer ganz blöden Situation, weil jetzt überlege ich, wie kriege ich das hin, dass dieser Styropor und so da bleibt, wo es bleiben sollte, unverletzt am besten, und wir dennoch dann das Dach dann sozusagen, dass ich dann meine flache Wand kriege. Und ich will nicht neu tapezieren, ganz ehrlich, weil ich finde Tapete doof. Ich weiß auch nicht. So irgendwie so, vielleicht, weil ich in einer Wohnung aufgewachsen bin, wo nur Tapete ist. Und dann habe ich das erste Mal gesehen, so dieses gefühlte blanke Wände. Und das fand ich so schick, dass ich dann gedacht habe, es sieht so neu aus. Und Tapete sieht immer so abgefratzt aus. Aber ich bin natürlich auch erst Jahrzehnte, nachdem die Tapete draufgekommen ist, in die Wohnung gezogen. Ja, aber auf jeden Fall muss ich jetzt überlegen, wie ich es hinkriege, dass die Tapete, also dass ein Teil dessen, was dieser Isolationsteil der Tapete, dass der auf der Wand bleibt, aber dass der auch nicht beschädigt wird. Also ich im Moment, und ich weiß noch nicht, ob es da irgendwie eine Lösung gibt. Also das ist jetzt wirklich so, was ich hoffe, was es gibt. Ich hoffe, dass es irgendwo, dass man das so machen kann, dass man die Isoliertapete, das isolierende Material, dass man das irgendwie abdecken kann. Nein! Also dass man das isolierende abdecken kann. Mama, Video! Dass man das Isolierende abdecken kann. Und zwar glatt, am besten so, dass es dann da, dass das von innen kühlt, sodass dass die Hitze nicht durchkommt. Das wäre vielleicht. Wenn man Ideen entwickelt, manchmal entwickelt man auch Ideen, indem man was sagt, ohne drüber nachzudenken. Ja, aber auf jeden Fall, man darf den Schaumstoff oder besser gesagt die Matten nicht wegmachen.
Außer, und das ist natürlich noch was, wo ich auch noch überlege, falls es da jetzt was Besseres gibt, also im Sinne von, wenn da irgendjemand jetzt mir einen besseren Tipp hat, was noch besser isoliert, weil im Moment macht dieses Schaumstoffding, wenn es hochkommt, 1 bis 2 Grad Unterschied. Und ja, das ist hier oben in dieser heißen Wohnung schon sehr viel, aber vielleicht finde ich ja noch was, was vielleicht 3 bis 5 Grad macht. Weiß man's? Wo muss ich halt einfach nur informieren? Das sollte ich vielleicht noch einmal googeln. Das google ich mal nachher. Ja, außerdem haben wir, weiß ich jetzt endlich, und das ist tatsächlich ein Riesending, wie hoch meine Decke ist. Also meine Deckenhöhe ist 2,27 Meter und wie lang die Decke an sich ist, die ist nämlich 3,92 Meter. Und mit einer, das heißt für mich, dass ich voraus. Der Stift ist schon so weg. Schiedkram. Wo ist mein Stift denn? Ja, das heißt jetzt für mich, dass mein Einbauschrank voraussichtlich 3,90 Meter lang wird. Wie breit, wie hoch und so weiter, das kann ich euch tatsächlich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall 3,90 Meter lang. Und das heißt, wenn man 3 Meter hat und Leos Stall hat ungefähr 1,60 Meter. Und mein zukünftiger Schreibtisch soll um die 2 Meter haben, dann passt das auch. Ist auch eine schöne Info. Ich glaube, ich sollte Leo mal nachfragen. Also ja. Leos und Leos, auf wie le breit Leos Untertischchen wird, das weiß ich noch nicht. Und 2 Meter ist für einen Schrisch auch ein bisschen arg lang. Vielleicht auch nur 1,60 Meter. Dann wären wir mit 1,60 Meter und 1,60 Meter. Naja, 2 gingen gar nicht. Doch, 2 gingen gerade noch so. Egal. Das sind alles so Überlegungen, wo ich mit seit Tagen durch den Kopf rumschwirren und balgen und ja. Das ist halt. Das Projekt fängt jetzt an, immer ernster zu werden und jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir wirklich mit Entscheidungsgeschichten sind. Also ist jetzt nicht mehr nur so dieses, ich überlege mir da mal was, sondern jetzt sind wir am Punkt, wo ich Entscheidungen treffen muss, die dann später das Zimmer beeinflussen. Tja. Naja. Mehr kann ich euch jetzt gerade auf die Schnelle auch noch nicht erzählen. Ich werde jetzt mal die Tage mit dem Handwerker über diese Tapetengeschichte reden. Und ja, dann frage ich mich ehrlich gesagt, wann ich, also ja. Sind mir gerade Ideen gekommen, die ich erstmal mit meiner Mom vorbesprechen sollte. Ja gut, das war alles, was ich euch dazu zu sagen habe oder erzählen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und ja, es geht los. Bis bald. Ciao.